Mit diesen Dingern modellieren. Das geht doch gar nicht. Doch, das geht. Also normalerweise macht man das mit diesen Schablonen, indem man einfach sie nimmt zum Malen, so wie ich das hier zeige. Das rate ich auch jedem erstmal so zu probieren, damit man weiß, wie sie eigentlich aussehen sollten. Und dann machen wir weiter. Und das Gute ist, wenn ihr das vormalt, dann wisst ihr das vielleicht auch, wie ihr später es anmalen könnt. Das ist der Vorteil daran. Deswegen macht ruhig mal so eine schöne Malprobe, wie ich das hier gezeigt habe. Und jetzt sieht man das, dass man einfach das so macht wie beim Malen. Man nimmt jetzt so ein schönes Teil, kein Messer besser, sondern so ein schönes Modellierwerkzeug, was ich an die Kamera halte. Und dann umrandet man jeden Ausschnitt in dieser Schablone. Und geht nicht so tief, also wenn ihr jetzt einen Zentimeter tief die Platte habt, dann macht ihr nur die Hälfte davon und höhlt das im Prinzip ein bisschen aus, dass eine kleine Vertiefung ist und schon habt ihr einen kleinen 3D-Effekt. Man sieht, ich nehme verschiedene Werkzeuge, um das da so auszuhöhlen. Wie ein kleiner Bildhauer, der das auch versucht abzuschaben mit irgendwelchen Werkzeugen. Probiert es, damit dieser 3D-Effekt entsteht. Es ist wunderschön. Ihr seht, man kann das jetzt hier nachverfolgen, wie ich das immer gemacht habe. Einfach ein bisschen aushöhlen und dann wird es ringsherum ausgeschnitten, indem man das ja auch bloß immer so anritzt und das seht, wo ihr das ausschneiden könnt. Das ist eigentlich ganz easy. Und wenn das gemacht ist, jetzt versucht ihr diese 3D-Effekte nochmal ein bisschen zu perfektionieren, je nachdem, wie ihr euch das zutraut. Es ist nicht schlimm, wenn ihr es nicht macht. Das wirkt auch schon so. Ich habe das natürlich gemacht, indem ich da noch ein bisschen eine Nase rangesetzt habe, ein bisschen den Mund erhöht habe, ein bisschen die Augen erhöht habe. Mit ganz wenig Ton, weil da ist ja nicht viel. Und der Rest wirkt noch, indem man dann die Details ein bisschen, wie die Rosen, die an diesem Projekt gerade so stark sind, indem man die noch ein bisschen erhöht, wenn man sich das zutraut. Man muss ja hier nicht jetzt unbedingt diese Frau nehmen als Schablone. Man kann das ja auch weglassen. Aber das wirkt, oder? Thank you.
So als Vergleich habe ich jetzt im Anschluss nochmal so genau die gleiche Schablone genommen und die Rosen weggelassen. Nur um zu sehen, da wirkt diese Dame ganz anders. Und das kann man auch so machen. Also jeder sollte so seinen Stil da herausfinden. Ich zeige euch jetzt hier eine einfache Variante, wie man mit Schablonen modellieren kann. Wo man das eigentlich sagt, das ist ja total Quatsch. Aber es funktioniert. Und jeder kann da sich ein bisschen probieren und das mal ein bisschen anders machen. Das wird garantiert sehr, sehr außergewöhnlich. Ja, nun habt ihr das gesehen. Zwei Ergebnisse mit einer Schablone und dann würde ich wahrscheinlich noch drei oder vier oder fünf oder sechs andere draus kriegen. Da kann man das ja mal umdrehen, mal so rummachen, das weglassen, das weglassen. Und da kommen fantastische Exemplare heraus. Ihr seht es jetzt im Anschluss. Ich habe ein paar gezeigt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich freuen. Ach, nicht vergessen, liken, abonnieren, klar, ist mir ganz wichtig, um mal im YouTube nach oben zu kommen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.